Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Häkelsendung. Heute, die geht erstmal in einen Wollladen bei mir in der Nähe. Ich habe heute mal keine Tasche. Das Problem ist nämlich, dass meine Decke zu groß geworden ist. Dachte ich mir, machst du die Decke einfach zur Tasche. Ich mache mir jetzt erstmal auf, vielleicht kriege ich ein paar coole Tipps im Baumwollladen. Dann bin ich angekommen. Läuft schon? Genau, die läuft. Sind wir schon in Penze? Wir sind. So, wie ihr gerade gesehen habt, die nette Dame hat mir gezeigt, wie man diese Tasche hier zusammenbindet. Und jetzt kann ich mal weiter losziehen in die Stadt. Und ich habe außerdem von einem richtig schönen Projekt gehört, das jetzt kurz mal vorgestellt wird. Hallo miteinander, das ist mein erster Film. Die Projekte, die angesprochen sind, das sind Mützen für Neugeborene im Südklinikum und für krebskranke Kinder in Uni Erlangen. Dafür brauchen wir jede Menge Mützen. Coole Mützen, wenn Sie mehr Informationen brauchen, dann kommen Sie einfach zu Wollwelt in Nürnberg in der Bodenstraße 9. Ich freue mich auf Sie und ich wünsche dem Herrn, der so wunderschöne Decke macht, sehr viele Zuschauer, sehr viele Nachfolger und ich freue mich, wenn Sie auch angesprochen sind. Es wird vielleicht auch noch mal ein paar Folgen hier geben. Ich hätte schon gesagt, der Laden da hinten sieht es total schön aus, das heißt, vielleicht komme ich einfach mal vorbei und dann häkle ich hier ein paar Kindermützen. Da werde ich euch dann natürlich mitnehmen. Dann bedanke ich mich schon mal. Ich danke auch. Ich bin jetzt hier soweit fertig. Ich habe mir hier nochmal im Oxfam in der Färberstraße etwas Wolle besorgt. Das ist auch ein Secondhand-Store. Heute direkt aus der breiten Gasse. Erstmal werde ich nochmal so ein Viereck häkeln, dass ich dann direkt hier an die Stelle häkeln kann. Ich packe jetzt immer so Vierecke überall an die Plätze, an denen ich auch häkel. Hier ist die Wolle, die ich mir gegrabt habe beim Oxfam. Das N1-Team ist gerade da und will kurz Hallo sagen. Moin Moin! Abonniert Madfighter, kommt auch aus Nürnberg und ihr kümmert sich um Gaming. Dein Ernst? Leute, ich habe jetzt gerade einen Fidget Spinner geschenkt bekommen. Mal rein, Mann. Ich habe hier gerade einen Fan stehen. Ich bin jetzt hier soweit fertig. Pack jetzt mal wieder zusammen. Und die Decke wird größer und größer.